Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu, oder was heißt zurück? Herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Hide and Seek heißt das. Und ich mag diesen Server jetzt schon. Ich habe hier eben schon die ganze Zeit rumgelaufen und habe einfach nur die ganze Zeit diese Typen abgeschossen. Und dann schießen ja immer einen zurück und man muss dann so ausweichen und ja, cool, ne? So, auf jeden Fall spielen wir Hide and Seek, weil das heute eine Special-Runde ist. Ich muss mal gucken, wo kann man denn hier überhaupt rein? Ist hier vielleicht irgendwo eine leere Lobby? Die ist doch leer. Und zwar werde ich heute Fragen beantworten, die ich schon vor einigen Wochen bekommen habe. Aber jetzt mache ich das endlich mal. Jetzt habe ich mich mal aufgeblubbt, um die zu machen. Und wie lange müssen wir warten? 60 Sekunden. Timer has been shortened. Oh, hier ist irgendjemand, der das shorten kann. Wow, cool. Oder weil so viele Leute drin sind. Ja, auf jeden Fall spielen wir halt einen Sieg. Wer das Spiel nicht kennt, da muss man sich halt als Block verstecken. Man wird halt zum Block und dann gibt es hier so eine große Welt. Und dann muss man sich halt verstecken vor den sogenannten Seekern, die einen... Oh, jetzt bin ich tot. Die einen suchen mit ihren blöden Schwertern und wollen dich umbringen. Und wenn man dann gefunden wurde, dann muss man halt selber auch mitsuchen. Ist also quasi einfach nur verstecken. Nur hin, halt in Minecraft. Sollte aber eigentlich auch jeder kennen. Und wir könnten eigentlich mal abstimmen. Ja, egal. Und ich kann... Hier stehen nochmal die Regeln. Respect others, don't hack, don't abuse glitches, blub blub. Und ich kann mir einen Block auswählen. Ich habe mir nämlich schon welche gekauft. Und wir nehmen natürlich den Blumentopf, denn der ist schön. Blumentöpfe sind schön. Und warum ich jetzt Hide and Seek ausgewählt habe, ist deswegen, weil man in Hide and Seek halt nicht viel machen muss. Man sucht sich halt einen Ort, wo man kurz sich verstecken kann und dann kann man erzählen. Und das passt, glaube ich, gut bei so Fragen an... Fragendingern, hallo? Ach, ich bin der Sieger. Oh Gott. Ne, ich bin nicht der Sieger, hä? Okay, das ist ja blöd. Ich habe den Blumentopf in meinem Gesicht. Hilfe, Hilfe. Ich glaube auch, wird der Sieger schon gleich von Anfang an gewählt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall denke ich, ich bin kein Sieger. Wir müssen uns mal irgendwo hinstellen. Wo könnte ein Blumentopf sich wohl am wohlsten fühlen? Gibt es hier vielleicht irgendwo so einen Ort? Vielleicht auf so ein Bücherregal. Oh ja, hier ist doch bestimmt richtig gut. So, dann stehen wir hier einfach mal ein bisschen rum und ich würde gern die Umgebung angucken können. Ach Gott, ich sehe nichts. Wenn hier gleich jemand kommt, dann... Oh, guck mal, daneben uns ist noch ein Flower Pot. Ja, ich sehe halt nichts. Aber gut, dann stehen wir hier jetzt... Na, das ist blöd, oder? Warte, wir gehen woanders hin. Wir gehen woanders hin. La 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 la. Schön auf die offene Fläche, wo jetzt gleich irgendwo der Seeker ist, aber ist ja egal. Wir sind ein Blumen... Oh, da hinten ist wirklich der Seeker. Oh, 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 wir müssen schnell hier weg. Ja, aber hier ist ja auch doof. Ich will irgendwo hin, wo ich mich gut verstecken kann. Hier sieht das doch gut aus. Hier irgendwo rein. Ja, ja. Okay, wir stellen uns einfach da drauf. Ich glaube, das ist gut. Ja. So, und dann stellen wir uns hin. Aber das ist ja voll doof, dass man dieses Ding im Gesicht hat. Kann man das irgendwie ausmachen? Visible Flower Pot. Achso, wir sind noch visible. Immer noch? Geht das weg? 2, 1. Jetzt sind wir hidden. Achso, man darf sich nicht bewegen. Okay, dann bleiben wir einfach so stehen und ich erzähle einfach. Und zwar, was hatten wir denn da eigentlich für ein Cookie? Block, was? Block Info in the Boss Bar. Achso, Hidden Flower Pot. Ja, okay, wir haben ein Schwert bekommen. Yeah, yeah, wir haben ein Schwert. So, auf jeden Fall kamen da halt ein paar Fragen rein, die möchte ich jetzt beantworten. Und zwar wäre die erste, die ist von Erik Grhellmann. Und er hat gefragt, wie heißt dein YouTube-Channel? Ja, mein YouTube-Channel heißt Insidious Games, solltet ihr aber auch wissen, wenn ihr hier gerade das Video guckt. Also http://www.youtube.de/user/Insidious Games. Aber man findet mich wahrscheinlich auch unter YouTube einfach nur unter Insidious. Wenn man also in die Suche Insidious eingibt, dann sollte man mich auch finden. Und die Kanal-URL ist einfach nur mit diesen Games hinten dran, weil Insidious halt schon weg war. An irgendjemanden, der kein Video hat, aber schon 3 Abonnenten. Ja, der hat mir den Namen Insidious geklaut, dieser Blödmann. Mach. Ja, das ist auf jeden Fall die Frage. Sehr gute Frage, danke für die Frage. Und die nächste ist dann von Utgardus Let's Play. Und zwar hat er gefragt, wo kommst du her und was hast du für ein Aufnahmeequip? So, wo komme ich her? Ich komme aus Naja, ich sage immer, ich komme aus Hamburg, aber eigentlich... Ich wohne in Niedersachsen, ich wurde aber in Hamburg geboren und ich gehe auch in Hamburg zur Schule und arbeite auch in Hamburg. Also sehe ich mich auch irgendwie als Hamburger, vor allem ist Hamburg wirklich nicht weit weg, aber offiziell lebe ich in Niedersachsen. Ne? Früher meine Schule war auch in Niedersachsen und da hatte ich dann halt anders Urlaub, also Ferien, als die ganzen Hamburger Leute.
Ja, kannst du sehen. Aber ich sehe mich trotzdem als Hamburger. Und ja, da so viel dazu. Und dann war die zweite Frage, was für ein Aufnahmeequip ich habe. Und zwar habe ich da als Mikrofon benutze ich das SE Electronics SE 2200A. Das ist so ein Großmembran-Mikro, was ich übrigens nicht selber gekauft habe. Das kostet irgendwie, weiß ich gar nicht, 180 Euro oder sowas. Auf jeden Fall ist das nicht ganz so billig. Aber ich musste mir das nicht kaufen. Ist hier jemand? Oh. Ich glaube, hier ist irgendwo einer, aber ich glaube, der geht wieder weg. Wenn wir uns bewegen, dann sind wir nicht mehr hidden, ne? Warte, wir können aber. Nee, das bringt auch nichts. Ich sehe die halt nicht. Ja, egal, wenn er uns erwischt, sind wir halt tot. Ja, soviel zum Mikro. Das habe ich nicht gekauft, sondern mein Bruder hat das damals gekauft, weil er Web aufnehmen wollte. Aber ja, irgendwie, er hatte keinen Mischpult dafür. Oh nein, da kommt jemand. Oh, jetzt sind hier drei Leute drin. Ah, die schlagen mich doch bestimmt gleich. Ich bin nicht. Nein, nein. Nein, nein. Wieso schlägt er nicht? Wo schlägt er denn hin? Okay. Ja, ich bin hier. Ich bin nix. Hä, er hat auf uns geschlagen, aber nichts ist passiert. Oh, es gibt doch nur fünf Heiler. Ich bin einer. Wow, cool. Wo war ich? Ach ja, er wollte Web aufnehmen, aber er hatte keinen Mischpult dafür. Und dann hat er das irgendwie meinem Vater verkauft und der ist einfach nur in die Ecke geschmissen. Ja. Und dann habe ich das irgendwann wiedergeholt. Ich habe mir dann ein Interface gekauft. Das ist sowas ähnliches wie ein Mischpult. Da kann man halt auch so ein Großmembranmikrofon anschließen. Das hat auch irgendwie 100 Euro gekostet. Also voll die Investition hier nur fürs Let's Playen. Ist irgendwie krass. Aber gut, damit konnte ich das dann wenigstens nutzen. Und dieses Interface, weil er halt auch gefragt hat nach meinem Aufnahmequipment, heißt Scarlett 2i2 und ist von Focusrite, wenn damit jemand was anfangen kann. Das ist so eine kleine rote Box, mit der man gar nicht so viel machen kann. Also auf jeden Fall nicht so viel wie mit einem echten Mischpult. Oh nein. Ah, lass mich in Ruhe. Aua, aua. Oh, ich sehe nichts mehr. Jetzt sind wir Sieger. Na gut, dann sehen wir wenigstens, was wir machen. Aber die Runde ist eh gleich vorbei in 15 Sekunden. Oh, hätten wir 20 Sekunden länger überlebt, dann wäre cooler gewesen. You are seeking. Please wait. Ob wir überhaupt rauskommen, bis das hier mal weg ist. Komm schon. 4, 3. Ich glaube, wir finden keinen mehr. Nee, gut, dann bleibt. Da ist einer. Nein, nein. Fast hätten wir ihn noch erwischt. Ah, stirb. Guck mal, er hat seinen Block weggeschmissen. Er hat alles weggeschmissen. Man kann seine Sachen wegschmeißen. Oh, ein Cookie. Hä, geht das gar nicht mehr? Doch. Okay. Cha-cha-cha. Okay. Dann müssen wir schnell mal in die nächste rein. Da ist ja egal, in welche. Bloomtopf hat aber genervt. Ist das jetzt immer so? Früher war das nicht so, dass dann halt dieser. Oh, guck mal, hier ist auch ein riesiger Cookie. Der ist ja cool. Früher war das nicht so, dass dann der Blumentopf im Gesicht hing und man nichts mehr gesehen hat. Nur noch so. Das ist ja voll doof. Vielleicht liegt das an der 1.8. Kann das sein? Kann bestimmt sein. Wenn ihr da Näheres wisst, bitte mal sagen. Ich weiß es nämlich nicht. Auf jeden Fall, das dauert hier noch ein bisschen, kann ich ja dann weitererzählen. Ich habe von dieser roten Box erzählt. Ja, damit kann man nicht so viel machen wie mit dem Mischpult, aber sie erfüllt ihren Zweck und ist auch nicht so groß wie ein Mischpult. Das war mir auch wichtig. Ich habe hier nämlich gar nicht mal so viel Platz auf meinem Schreibtisch. Naja, eigentlich schon, aber da liegen halt überall PS3-Spiele und sowas rum. Ich könnte das zwar mal aufräumen, aber nee. Aber die. So, wir könnten uns einen Block aussuchen. Wir nehmen einfach mal ein Bücherregal. Bücherregale passen immer. Hoffentlich. Ich weiß zwar gar nicht, was für eine Map, aber Bücherregale passen immer. So, go, go. Okay. Ah, die Map kenne ich. Okay. Die schön, da weiß ich wenigstens einen Ort, wo ich mich hinpflanzen kann, wenn ich das denn wiederfinde. Hier war falsch. Shit, wo war das? Das ist auf jeden Fall da oben eigentlich. Hä? Wie kommt man denn da hin? Oh nein, ich habe vergessen, wie ich da hinkomme. Vielleicht hier? Hä? Haben die verändert? Kommt mir gerade ein bisschen so vor. Ah nein, jetzt bin ich hier runtergehüpft. Nein, Bücherregale. Okay, wir stellen uns hier einfach rein, warum nicht? Und das Bücherregal ist nicht in unserem Gesicht. Das ist nur beim Flowerpot oder wie, okay? Ich glaube, der Sieger ist gar nicht mal so weit weg. Ach, wir dürfen uns da nicht bewegen. Ganz vergessen. Ist ja blöd, dass man sich nicht mal umschauen darf. Muss man das immer so machen? Jetzt sind wir ein Bücherregal im Boden. Warum nicht? Ich hoffe einfach, da kommt keiner. Und dann kann ich weitererzählen von meinem Equipment. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie genau er das meinte, halt Aufnahmeequipment, ob Mikro und Mischpult oder so, was er da meinte. Oder ob ich. Was ich zum Aufnehmen benutze. Deswegen sage ich das auch nochmal. Ich benutze einfach Fraps. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und Camtasia. Oh mein Gott, schon 4 Seeker. Zum Aufnehmen. Also Fraps für alle normalen Spiele, auch Minecraft und so. Und Camtasia gar nicht mehr eigentlich. Außer für Osu.
Ozu nehme ich auf mit Camtasia und das alte Isaac habe ich auch mit Camtasia aufgenommen, weil das irgendwie nicht von Fraps erkannt worden ist. Warum nehme ich eigentlich Ozu nicht mit Fraps auf? Keine Ahnung, mache ich auf jeden Fall nicht. Genau, so viel dazu. Und es sieht übrigens richtig witzig aus, wie ich mein Mikrofon hier habe, wenn wir schon dabei sind. Es ist nämlich so komisch. Muss das richtig komisch aufstellen. Das ist halt an so einen Mikrofonständer dran, ganz normal. Aber ich musste das so seitlich unter meiner Kommode klemmen. Was war das? Ich habe ein Schwert. Oh, ich habe ein Schwert. Cool. Ich kann mich verteidigen, was ich eh nicht machen werde. Ja, genau. Ich musste das so komisch an die Kommode klemmen. Weil irgendwie ist das Mikro zu schwer und das wird dann einfach den Boden ablecken, wenn ich das nicht so machen würde. Und ich muss das so seitlich machen, weil ich vor meinem PC einfach keinen Platz mehr habe, da irgendwas hinzustellen. Ja, ich hatte mir auch so ein anderes. So eine Krake. Nee, nicht so eine Krake. Wie heißt denn das? Ja, egal. So ein Arm, so ein Mikrofonarm bestellt gehabt, den man an den Tisch klemmt. Aber das war auch irgendwie scheiße. Das hat den ganzen Tisch kaputt gemacht und war nicht schön. Also musste das jetzt so komisch hier sein. Vielleicht mache ich ein Foto und füge das ein ins Video. Mal gucken. Dann seht ihr mal, wie komisch das aussieht. Und ja. Was war die nächste Frage? Ich weiß halt auch nicht, ob das so gut ist, wenn das Mikrofon so schräg ist. Das ist eigentlich nicht dafür ausgelegt. Aber es hat sich ja noch keiner beschwert, also kann das ja nicht so schlecht sein. Was ist denn, wenn wir eigentlich schlagen? Sind wir denn wieder sichtbar? Nee. Ja, wir können schlagen. Cool. Oh, ich habe mich kurz bewegt. Ach, jetzt darf man sich bewegen? Aha. Okay, wir können uns bewegen. Das ist schön. Gut, die nächste Frage wäre von Poca oder Poca. Poca. Und zwar hat er gefragt, was ich für einen PC habe. Also, was hast du für einen PC? Wollte wissen. Also, nochmal von Anfang. Was ich für einen PC habe, was für eine CPU und GPU ich habe, bla bla. Und das weiß ich gar nicht so genau. Ich kann aber die wichtigsten Sachen sagen. Und zwar hätte ich einmal da als Prozessor den Intel i5 2500K Prozessor. Das K ist wichtig, weil dann kann man das irgendwie. Wie nennt man denn das? Hochskalieren. Ich habe den Namen vergessen. Man kann ihn dann. Egal, mehr Leistung geben. Das war irgendwie wichtig, keine Ahnung. Ich habe das auch nicht ausgesucht, das hat mein Vater ausgesucht. Ja, damals war ich noch jung und wusste noch nicht, was das alles hieß. Aber er hat mir empfohlen, ja, nimm doch K. Kostet nur 20 Euro mehr und ist viel geiler. Und dann habe ich halt diesen K. Ja, und eigentlich auch recht zufrieden damit. Und als Grafikkarte habe ich zurzeit noch die Nvidia GeForce GTX 560 Ti Grafikkarte. Die war auch gar nicht so teuer, ich glaube 180 Euro. Aber ja, die wird jetzt am Dienstag ausgetauscht durch eine Nvidia GTX 970. Die hat nämlich 4 GB RAM und dann kann ich hier sogar Minecraft hoffentlich. War da eine? Kann ich Minecraft hoffentlich mit Shadern spielen? Das wäre ganz schön, wenn das mit Shader nicht laggen würde. Guck mal, die sehen uns gar nicht. Wir sind hier voll gut versteckt als Bücherregal im Boden, wo überall um uns rum eigentlich nur Holz ist. Oh nein, der kommt jetzt aber nicht an, ne? Nee, nee. Nee, nee, wir sind hier perfekt versteckt. Also komm. Ja, soviel dazu. Was habe ich sonst noch in meinem PC? Ich habe. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin nix. Er ist einfach über uns rübergelaufen. Oh, ja, spring einfach runter. Ich bin nix. Oh, ich glaube, er sieht uns gleich. Wenn er auf den Boden guckt, dann sieht er uns. Er ist aber. Er hat er nicht. Oh, da kommt der nächste. Okay, die laufen einfach alle uns vorbei, ist uns egal. Da ist immer noch einer. Oh, ich habe Angst. Egal, was ich trotzdem noch drin habe, ist eine SSD, eine 250 GB SSD-Platte von Samsung. Da läuft halt das Betriebssystem drauf und die wichtigsten Spiele so. Also wo ich Performance haben will. Ozu läuft zum Beispiel da drauf oder Minecraft auch. Ja, ich glaube schon. Und sonst habe ich noch zum Aufnehmen eine 1 TB Festplatte von VG Elements. Die auch recht. Die ist ganz klein und 1 TB, das ist auch schön. Und hat bisher auch gelangt und da speichere ich dann halt die ganzen anderen Spiele drauf. Und die Runde ist vorbei und ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ja, hallo Leute, hier, guck mal, ich bin hier. Oh, wo sind denn die Seeker? Seeker, hallo? 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 Seeker, da unten, hallo! Guck mal, ich bin ein Bücherregal. Guck, hör mal, ich bin ein Bücher. ACNL-Zocker? Hi. Hi. Lass uns Freunde sein. Toll. Wie lange geht jetzt so eine Runde immer? 300 Sekunden? Oh Gott, dann wird die Folge ja viel zu lang. Wie lange habe ich denn jetzt schon auf? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mir eine Uhr stellen sollen. Verdammt, egal. Gehen wir erstmal in die nächste Lobby rein. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da. Gehen wir da rein. So, müssen hier auch wieder warten. 60 Sekunden. Oh, das Video ist doch bestimmt schon 10 Minuten lang. Ach du Scheiße.
Gut, habe ich das auch erzählt? Dann habe ich noch eine Frage rausgesucht, aber die ist etwas länger. Also die müsste ich ein bisschen länger beantworten. Ich kann jetzt eigentlich schon anfangen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann fertig werde. Ja, egal. Ich sag's schon mal. Auf jeden Fall kommt die von Peter Baumann. Peter Baumann, ja. Und der hat gefragt, warum hast du mit Let's Plays angefangen? Diese typische Frage, die halt jeder Let's Player irgendwie bekommt, oder? Und da muss ich weiter ausholen. Und zwar, ich möchte erstmal warten, bis ich meinen Block hier holen nehmen kann. Dankeschön. Eichenholz ist bestimmt ganz cool. Wir nehmen einen Plattenspieler. Fällt bestimmt nicht auf. Hat bestimmt keiner. Wer schlägt schon Plattenspieler? Ich bitte euch. So, wir sind ein Plattenspieler, eine Jukebox. Kann man auch sagen. Was ist das hier eigentlich? Kann man. Oh, was soll das auch darstellen? Ach, eine Küche oder was? Mit einem Baum? Okay, eine Küche mit einem Baum. Ich sehe mich nicht. Wir sind eine Jukebox. Ah nein, diese Map. Oh, die Map ist nicht cool. Die mag ich nicht. Egal. In der Map verkrümle ich mich eigentlich immer in irgendein Haus rein. Weil, wenn die dann da reinkommen wollen, dann müssen sie diesen Knopf drücken. Ah, ich kann den gar nicht drücken, oder was? Ach, wie blöd ist das denn? Das geht nicht mehr. Dann habe ich mich eigentlich immer da drinnen versteckt. Komm schon. Oder geht das erst, wenn die Runde begonnen hat? Ich warte mal kurz. Und dann gucke ich mal, wie lange so eine Runde geht. Wenn die echt 300 Sekunden geht, dann ist die Folge. Oh ja, geht sie wirklich. Scheiße. Nein, wo verstecke ich mich denn jetzt als Jukebox? Okay, komm, verstecken wir uns einfach hier. Sieht schon keiner. Da unten sind ganz viele Jukeboxen. Wie zoome ich nochmal ran? So. Da hätten wir uns hinstellen können, machen wir aber nicht. Oh. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Hidden. Jetzt können wir uns bewegen. Aha. Interessant. Das war früher auch noch nicht so, glaube ich. So, auf jeden Fall. Warum hast du mit Let's Plays angefangen? Ich habe mit Let's Plays angefangen, weil. Keine Ahnung, weil mir langweilig war. Nee, weil. Früher habe ich halt auch Let's Plays geguckt. Also zum Beispiel immer Emero, wenn den jemand kennt. The Emero, der hat immer so Let's Play or Level gemacht. Also in Super Mario, da haben dann immer irgendwelche Leute für ihn Super Mario Level gemacht. Die hat er dann gespielt und hat die bewertet und so. Das fand ich immer ganz cool. Das waren meine ersten Erfahrungen mit Let's Plays. Und ich fand das toll. Und ich gucke auch Emero immer noch. Und das war halt eigentlich der Auslöser, Let's Plays zu machen. Er hatte halt auch so ein Diddy Kong Multiplayer Let's Play gemacht. Das fand ich auch immer richtig cool. Ja, aber leider lädt er heute nicht mehr so viel hoch, weil er lieber streamt, der gute Junge. Aber naja. Ja, also durch den Numero bin ich halt auf Let's Plays aufmerksam geworden. Und dann wusste ich, sowas will ich auch machen. Und ich habe sogar einen alten YouTube-Kanal, der ist jetzt auch schon richtig lange alt. Richtig lange alt, ja. Richtig alt, einfach. Denn. Ist irgendwo ein Sieger? Nein. Da war ich noch in der Schule. Das heißt, der ist 5 Jahre alt oder so. Da war ich dann 14. Ich habe mit 14 versucht, Let's Plays zu machen. Ich habe da auch andere Videos gemacht, so Real-Life-Videos, aber die waren halt alle scheiße. Auch wenn die keine Dislikes bekommen haben, waren die trotzdem scheiße. Es hat Spaß gemacht, die zu machen, aber ja, ich werde euch auch nicht sagen, wie meine alten Kanäle hießen. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ja, damit habe ich schon hochgeladen, aber hatte halt so ein richtig crappiges Mikro und war auch eigentlich zu jung dafür. Meine Stimme war auch höher. Ja. Oh oh. Oh oh. Lockt den doch nicht zu uns. Ah, er sieht uns. Nein, geh weg. Ah, ich muss weglaufen. Folgt er uns? Ja, er folgt uns. Natürlich folgt er uns. Oh nein, was mache ich jetzt? Nimm irgendjemand anderen, nicht mich. Oh Gott, ist er schneller als wir? Mann, ich wollte doch nur erzählen. Nein. Oh, wenn man schlägt, ist man, glaube ich, langsamer, oder? Verfolgt er uns noch? Er verfolgt uns immer noch. Ich versuche ihn mal abzuhängen, irgendwie. Jo. Ich glaube, er sieht unseren Namen ja nicht. Ah! Was? Von wo wurden wir denn bitte jetzt geschlagen? Hä? Da war gar keiner. Alter. Gut, ich stelle mich einfach hier hin. Der hat uns hoffentlich nicht gesehen. Doch hat er. Ah, nee, oh nee, oh nee, lass mich in Ruhe. Ich wollte erzählen, jetzt habe ich nur 2 Minuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hau ab. Folgt uns immer noch? Ja. Ah, wir sind gleich tot, wir sind sowas von tot. Nein. Ah, ich bin eingesperrt. Hau ab, hau ab. Nein. Mano. Blöd, Mann. Egal, sind wir Seeker? Ist auch okay. Seeker, wir sind Seeker, ja, klar, Seeker. Wir suchen die Heider. So, wo war ich stehen geblieben? Ich war jung und klein und hatte kein Geld, was? Und hatte ein schlechtes Mikro.
Und ich habe auch irgendwie richtig viel geschwiegen gehabt. Deswegen waren die Videos eigentlich gar nicht so toll. Und ja. Und in Videos, in den Let's Plays sollte man ja eigentlich nicht schweigen, ist klar, ne? Aber ich habe das dann meinen Freunden erzählt in der Schule. Ja, hier, ich mache Let's Plays Videos. Und dann haben sie sich das alle angeguckt, haben auch alle gesagt, ja, ist voll cool. Müssen wir irgendwas suchen hier? Es gibt eh nur noch zwei Heider. Ob wir die finden? Auf jeden Fall habe ich dann wieder aufgehört mit Let's Plays, weil ich das irgendwie. Ich fand diesen. Okay, das ist keiner. Ich fand diesen Gedanken komisch, dass meine Freunde meine Videos gucken. Ne? Ich habe das jetzt auch ein paar Leuten erzählt, aber nicht mehr so vielen wie früher. Vor allem Leute, die ich halt jeden Tag sehe. Jetzt ist das was anderes, denn jetzt bin ich in der Ausbildung. Und bei der Ausbildung weiß hoffentlich keiner, dass ich Videos mache. Das wäre auf jeden Fall komisch. Die sind ja auch alle viel älter. Keine Ahnung. Ja. Und ich fand das einfach komisch und habe dann aufgehört. Hatte halt auch ein schlechtes Mikro. Ist es hier drin irgendwer? Nö. Dieses Rauschen kommt übrigens, wenn man zu oft schlägt. Ihr seht da unten bei der XP-Leiste so eine Anzeige und das heißt, wie oft man schlagen darf. Und wenn man einmal einen Block falsch trifft, dann geht das halt runter. Und wenn, das geht, glaube ich, bis maximal 20. Wenn die 20 dann weg ist, dann kann man nicht mehr schlagen. So ist das. Genau, der passt da irgendwie gar nicht rein, aber irgendwie doch. Ja, gut, verloren. Egal. Was heißt hier verloren? Wir haben ja ein paar Punkte bekommen. Man kann den Hide and Seek nur gewinnen. Ja! So, aber ich will jetzt noch zu Ende reden. Ausbildung, blub blub. Was war nochmal die Frage? Warum ich mit Let's Plays angefangen habe? Ja, dann habe ich halt dieses Mikro von meinem Bruder gefunden. Wofür ich locker eine Stunde im Haus suchen musste. Ich wusste halt, er hatte so eins. Aber ich habe dann auch gefragt, wo es ist. Aber keiner wusste das so richtig. Und dann war das in der letzten Ecke im Haus. Und habe ich quasi gerettet. Vor dem ganzen Staub. Keiner hat es mehr benutzt, nur ich. Armes kleines Mikro. Ja, und ich hatte mit der Ausbildung hin halt mit dem Tennis aufgehört. Ich war früher im Tennisverein, hab dann damit aufgehört, weil auch meine ganze Mannschaft aufgehört hat, weil als Ausrede haben sie halt auch benutzt, ja, Ausbildung hat man voll wenig Zeit, wenn man da drin ist, was eigentlich totaler Quatsch ist. Ich hätte auch viel lieber noch weiter Tennis gespielt, aber wenn halt drei von den vier Leuten, der vierte war dann ich, aus deiner Tennis-Trainingsmannschaft, ja, Tennis kann man ja auch alleine spielen quasi, aber trotzdem, wenn die halt aussteigen, dann hat man auch keine Lust mehr. Ich fand das richtig schade, aber ja, kann man halt nichts machen. Und dann brauchte ich halt irgendeinen Ausgleich. Und das war dann halt irgendwie Let's Playen. Ich hatte zwar noch Schlagzeugtraining, irgendwie im ersten Jahr meiner Ausbildung noch. Das habe ich dann auch irgendwann abgebrochen. Weiß ich gar nicht warum. Ach ja, weil mein Trainer da auch andauernd gewechselt hat. Andauernd haben meine Trainer gewechselt. Ich hatte irgendwie vier verschiedene Schlagzeuglehrer. Das war dann auch doof. Und der letzte war halt richtig blöd. Der hat mir irgendwie falsche Sachen beigebracht. Weiß ich nicht. Ja. Also. Und dann halt Ausgleich. Let's playen. Ja, gute Idee, oder? Und außerdem habe ich damals immer nur LOL gespielt. Immer nur LOL. Also League of Legends, wenn das jemand kennt, wird ja von vielen gehasst, aber auch geliebt. Ist auch so eine Hassliebe. Spiele ich inzwischen wieder häufiger, komischerweise. Weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil die neue Season angefangen hat. Aber jo. Und das habe ich halt die ganze Zeit gespielt und brauchte irgendwie mal was anderes. Ich war danach richtig süchtig. Ich musste mal andere Spiele spielen. Ich hatte so viele Spiele und dann dachte ich mir, let's playen, dann kannst du da halt ein bisschen reden, kannst deine komische Sprache ein bisschen verbessern, dass du besser reden kannst. Kann ich zwar immer noch nicht, aber besser als früher. Wenn ich mir jetzt die Videos von früher angucke, dann ist das echt, hat sich schon verbessert. Genau, also ist das quasi auch eine Sprachtherapie und eine Anti-Langeweile. Methode. Und außerdem macht es auch Spaß, Kommentare zu lesen etc. Das ist richtig toll. Zwar wünsche ich mir ein paar mehr Kommentare, aber ihr kommentiert schon recht fleißig, vor allem bei den Binding of Isaac Videos. Der hilft dir mir immer ganz nett. Finde ich cool. Finde ich ganz cool. Sonst noch was? Sonst noch was? Noch was? Ja, Let's Playen macht mir Spaß. War das jetzt die Geschichte? So bin ich zum Let's Playen gekommen? Einfach als Sprachtherapie und weil League of Legends zu langweilig wurde oder ich einfach davon wegkommen musste, damit ich mehr Spiele spiele. Ja, das war eigentlich der Hauptgrund. Mehr Spiele spielen, weil ich viel zu viele Spiele hatte. Und was mache ich? Ich habe jetzt wie viele Spiele gespielt? Auf jeden Fall ein paar mehr als früher. Immerhin. Zum Beispiel Brothers oder so habe ich zumindest durchgespielt. Ja, immerhin. Und ich spiele nicht mehr so viel, lol. Ja, toll, oder? Finde ich auch.
Jo. Und so kam ich zum Let's Play. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gelabert und ihr seid auch noch mitgekommen und was weiß ich. Ah, ich hab eh viel zu viel gelabert. Ich glaube, die Folge ist jetzt auch schon richtig lang. Ich habe halt meine Uhr nicht angemacht. Oh. Weiß nicht, wie lange ich jetzt brauche. Und ich finde diese komische Cat-Pistole hier richtig cool. Das ist übrigens der HiveMC.eu-Server. Steht da rechts auch bei den Tokens. Falls ihr das nicht wisst, weil es auf dem Gombe HD-Server ja irgendwie kein Hide-and-Seek gibt. Ja. Genau. Genau. Ach, und übrigens ist heute der Jahrestag von diesem Kanal. Toll, oder? Deswegen habe ich das auch gemacht eigentlich. Vor genau einem Jahr ist dieser Kanal entstanden, Decidious Games, am 31. Januar 2014. Yay. Das erste Video kam zwar erst am, ich weiß gar nicht, am 5. April. April, glaube ich. 5. oder 6. Ich glaube am 5. Oder 6. Eins von den beiden, weiß ich gerade nicht so genau. Könnte ich nachgucken, mache ich jetzt aber nicht. Also muss ich noch ein paar Monate aushalten, damit dann der Kanal auch seit einem Jahr Videos hochlädt, außer an einem Tag, weil ich da krank war. Ja, ist halt so, ne? Krankheit kann man nicht besiegen. Doch kann man. Aber dauert. Da hatte ich halt eine Grippe und deswegen kam einmal kein Video. Och, Manu. Ja. Also, Happy Birthday, Decidious Games. Kanal, nicht ich, sondern der Kanal. Ja. Finde ich witzig. Schon ein ganzes Jahr lang gibt es den Kanal. Voll krass. Da oben sind Bienchen. Oder Hummeln sind das. Ne, das sind Bienen. Das sind Bienen. Was sind Bienen denn da oben? Egal. Ich habe jetzt eh schon viel zu viel gelabert. Ich darf hier gar nicht mehr so viel rumhantillen. Wie viele Fragen waren das jetzt? Zwei, vier Stück nur. Ich habe nur vier scheiß Fragen beantwortet. Also eine gute Frage. Danke für die Fragen nochmal. In, was weiß ich, wie viele Minuten? Das sind bestimmt über 20. Ja, wir haben drei Runden gespielt. Ah, 5 Minuten. Davor immer noch eine Minute. Ja. Gut, das ist schon viel zu lang. Ich mache dann mal aus. Ja. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, ja, ich konnte auf jeden Fall einige eurer Fragen beantworten. Ihr könnt auch gerne weitere Fragen stellen. Bei Twitter wäre das am besten. Aber auch in die Kommentare könnt ihr das gerne machen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir können ja mal einen Hashtag aufmachen. Und dann mache ich immer mal solche Videos. Hashtag AskDecidious wär langweilig. AskDizzy. Dizzy, kann man damit irgendwas Cooles machen? Das. Kissy? Nee. Denkt euch mal ein Hashtag aus, worunter man das machen kann. Irgendwas, wo man weiß, da geht's um Fragen. Aber Ask Dizzy wäre halt richtig geklaut von anderen Leuten. Weiß ich nicht, vielleicht irgendwas Cooles mit Decidious, was man so verwenden könnte. Ja, okay, ich laber schon wieder zu viel. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt, wenn ihr denn bis hierhin geschaut habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.